Ich komme jetzt mit meiner Kurzbotschaft für die Erwachsenen. Auf der Suche nach Gott, das war der Name des diesjährigen Krippenspiels. Und ich habe das ja in der Einleitung schon gesagt. Ich glaube, es gibt Momente, Situationen, vielleicht Jahre, in denen einem das viel näher ist. Und wo wir vielleicht spüren, dass diese Suche nach Gott für uns persönlich und für uns als Gesellschaft etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Und dass es ein großer Schaden ist, wenn uns dieser Gott der Liebe irgendwie abhanden kommt. Und ich möchte, das wurde auch eben in diesem letzten Lied gesungen, Jesus, das Licht der Welt. Ich möchte den Bibelvers mal lesen, auf das sich diese Aussage bezieht. Das ist ein Wort, das Jesus selbst gesagt hat. Johannes 8, Vers 12. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Und es gibt eine ganz moderne Übersetzung, die versucht, so die Jugendsprache zu treffen, von Martin Dreyer, Volksbibel heißt die, Volks mit X. Und da heißt der Spruch so, ich bin wie eine helle Lampe für diese Welt. Wer mit mir lebt, wird sich nicht mehr verlaufen. Er muss nur dem Licht hinterhergehen. Es führt ihn in die richtige Richtung, nämlich zum Leben. Das Licht besiegt die Dunkelheit. Wirklich? Ich glaube ja. Und wir machen jetzt ein physikalisches Experiment und wir machen einfach das Licht mal aus. Was wir sehen, genau, hier höre ich schon, oh, schön, dass, wenn das große elektrische Licht nicht mehr da ist, dann sehen wir die Kerzen. Und wenn wir uns ganz weit weg bewegen, ich komme mal zu Ihnen hier hinten in die Kirche, dann sehen wir immer noch die Kerzen. Und die ganze Dunkelheit, die in diesem großen Raum ist, die kann nicht verhindern, dass das Licht, das dort vorne von den Kerzen kommt, leuchtet und dass wir es sehen können und dass wir uns daran orientieren können. Und nun ist es natürlich so, dass wenn ich das Licht da vorne nicht sehen will, dann kann ich einfach in eine andere Richtung gucken oder ich kann die Augen zumachen, dann habe ich nicht viel davon, dass da vorne Licht brennt. Und wenn man dieses Gleichnis mal überträgt, dann könnte man vielleicht sagen, dass das Licht von Jesus, jeder kann es sehen. Wahrscheinlich kennt jeder von uns Menschen, die dadurch, dass sie zum Glauben an Jesus gekommen sind, anders geworden sind, die sich positiv verändert haben, in deren Leben sich viel getan hat. Und wir alle wissen, zumindest die wir hier heute zusammen sind, diesen Anspruch von Jesus, ich bin das Licht der Welt. Und wahrscheinlich haben viele hier auch schon positive Erfahrungen damit gemacht. Aber trotzdem kann ich noch ganz weit entfernt davon sein. So wie ich jetzt ziemlich weit weg bin von den Kerzen da vorne. Ich kann wissen, es gibt dieses Licht der Welt, aber es hat mit mir nichts zu tun. Und wenn ich möchte, dass mein Leben davon wirklich profitiert und bestimmt wird, dann kann ich Schritte zumachen auf dieses Licht. Und ich will mal ein bisschen näher gehen und sagen, ein möglicher Schritt ist zum Beispiel, dass ich jeden Tag ein bisschen in der Bibel lese. Das haben viele als total hilfreich erlebt. Nicht zu viel, sondern ein Abschnitt, den man gut schaffen kann. Und schon leuchtet das Licht ein bisschen heller in mein Leben hinein. Und wenn ich dann noch sage, ich fange damit an, jeden Tag mit Gott zu reden, zu beten, dann komme ich diesem Licht noch näher. Gottes Wort, die Bibel, Gebet, das sind 2 G. Ein 3. G, das kann Gemeinde, Gemeinschaft sein. Jeder Gottesdienst, in den ich gehe, ist, dass ich mich ein bisschen näher in dieses Licht hineinbewege. Und wenn ich dann ganz nah gehe an dieses Licht, das Jesus Christus selber ist, dann wird mir dieses Licht so hell, dass es viel, viel größer ist als jede Finsternis und dass es mein Leben durch und durch erhellt und dass mir sogar richtig warm wird ums Herz. Und dieses dem Licht ganz, ganz nahe kommen und es hineinlassen in mein Herz,
Das heißt es, Jesus Christus sein Leben anzuvertrauen. Ihn zu bitten, die Nummer eins im eigenen Leben zu sein und sich um einen ganzheitlich zu kümmern. Jesus sein Leben anzuvertrauen im Gebet, das bedeutet, das Licht der Welt, Jesus Christus, in sein Herz zu lassen und fortan von diesem Licht erhellt zu sein. Das ist der wichtigste Schritt, den wir machen können und das Schönste, was ein Mensch tun kann in der Beziehung zu Gott. Und Sie alle sind dazu herzlich eingeladen, wenn Sie denken, wow, ja, ich bin schon nicht ganz weit weg von diesem Licht, aber ich weiß, dass es mir gut täte, noch mehr davon zu haben. Und ich sage Ihnen das zu, es tut Ihnen gut, noch mehr davon zu haben. Dann machen Sie doch Schritte, dann beten Sie mal, dann lesen Sie in der Bibel, dann kommen Sie in den Gottesdienst und erleben Sie Gemeinschaft mit anderen Christen und öffnen Sie Ihr Herz für Jesus Christus. Gerade jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr haben Sie vielleicht Zeit dazu. Herzliche Einladung dazu. Amen. Wir singen jetzt O du Fröhliche. Danke dir.